Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was wir hier zuletzt gehört haben, tut richtig weh. Es tut vor allem dann weh, wenn man sich in die Seele und in die Arbeit eines Bauern, einer Bäuerin versetzt, die sich fragen, und wo bleibe ich als Mensch? Bin ich nur noch Abstreifer? Bin ich nur noch der Dreck? Und lieber Herr Hofreiter, wenn es um Klamauk geht, dann glaube ich, gibt es keinen Kollegen hier im Raum, der Ihnen hier das Wasser reichen kann. Zu Ihren Almosen. Ich wäre froh gewesen, wenn Sie in Ihrer Regierungszeit unter Renate Künast überhaupt Almosen an unsere Bauern und Bäuerinnen verteilt hätten. Das Gegenteil war der Fall. Und so Ihnen, Frau Binder, als Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft weiß ich, man kann sich auch mit wenig Geld gesund und ausgewogen ernähren. Zu den Gentechnik-Anbauverboten. Liebe Frau Maisch, Sie alle wissen, dass der deutsche Minister der Erste war, der sich überhaupt um das Thema gekümmert hat, der quasi Europa voraus war und gesagt hat, ich will, dass wir hier klare Regelungen haben. Aber Sie müssen einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass nicht alles der Bund regeln kann, sondern auch die Bundesländer gefordert sind, alleine aus rechtlichen Gründen. Und ich finde es ziemlich billig, wenn hier die Bundesländer den Finger nur auf den Bund zeigen, der Minister, mach mal, um sich einen schlanken Fuß zu machen. Helfen Sie mit, damit jeder seiner Verantwortung gerecht wird. Landwirtschaftspolitik, meine Damen, meine Herren, ist die Wirtschaftspolitik des ländlichen Raumes. Diesen Satz hat der Vorgänger von Christian Schmidt, nämlich Dr. Friedrich, geprägt. Ich finde ihn wunderbar, weil er so schön auf den Punkt gebracht hat. Und wir sagen damit auch, wir stehen zu den Menschen im ländlichen Raum, wir stehen zu unseren Bäuerinnen und Bauern. Aber wir wissen auch, der ländliche Raum ist kein Selbstläufer, und den ländlichen Raum, den gibt es nicht. Der ist so vielfältig wie die Menschen, wie die Landschaften, wie die Betriebe. Ländlicher Raum, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist für mich allerdings kein Schlagwort, weil wir in einem Wahljahr sind. Die Entwicklung der ländlichen Räume ist für mich eine politische, da ist es eine Herzensangelegenheit. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich mich jeden Freitag freue, wenn ich zu Hause bin, in meinem Wahlkreis, bei meinen Menschen. Am liebsten wäre ich nur vor Ort, weil ich die Menschen und ihre Probleme ernst nehme, weil ich die Menschen liebe und zunächst das Gute in ihnen sehe. Und natürlich ist die ideale Gleichung Stadt und Land Hand in Hand. Und Sie sind, meine Damen und Herren, das wissen Sie, oder wir wissen es, der ländliche Raum ist und gehört zum Teil unserer nationalen Identität. Nicht nur Städte, gerade die ländlichen Räume bieten oft eine hohe Lebensqualität für Landtourismus, für Naherholung, als Naturräume, als Kulturräume. Das sind weiche Standortfaktoren, die so nur das Land bieten kann. Und ich finde es wunderbar, mit welchem Selbstverständnis und mit welcher Intensität unser Minister die Weiterentwicklung der ländlichen Räume angeht, als Querschnittsaufgabe mit wachsender Bedeutung, mit einem Arbeitsstab, der alle wichtigen Aufgaben und Maßnahmen in seinem Haus bündelt, um zusätzlich Synergien zu nutzen. Andere sagen, lasst das doch laufen, wenn Regionen aussterben, überaltern, Menschen arbeitslos werden, na und, dann sollen sie halt wegziehen. Diese Denkweise möchte ich eine Absage erteilen. Mein und unser Signal lautet, ihr werdet nicht abgehängt, ihr werdet nicht vergessen. Aber nicht nur der Bund, jedes Bundesland
und jede Kommune muss vor Ort ihren Beitrag leisten. Ein Blick nach Bayern in die 60er, 70er Jahre zeigt, dort gab es in vielen Regionen saisonbedingt über 40% Arbeitslosigkeit. Heute haben wir in diesen Regionen auch nahezu Vollbeschäftigung. Das verdanken wir einer weitsichtigen Politik und einer weitsichtigen Politik des Landes, aber auch der Kommunen. Einer Politik, die mit dem Motto, wir glauben an die Zukunft, wir haben Perspektive und wir haben Potenziale, Unmögliches möglich gemacht hat. Einer Politik, die frühzeitig wichtige Infrastrukturprojekte dezentral in die Fläche gebracht hat, ob Universitäts- oder Fachhochschulgründungen in der Fläche, ausgebaute Straßen, Schulen, ein Grundniveau an medizinischer Versorgung, pflegerischen Leistungen, ob Ärzte, Hebammen, Pflegepersonal, das ist und muss Daueraufgabe sein, dass diese Menschen erreichbar bleiben. Wir setzen aus diesem Grund, liebe Gitta Connemann, auf eine bundesweite, du hast es schon gesagt, Einführung einer Landarztquote. Und wir setzen auch auf ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in Deutschland. Wir brauchen unsere Apotheken vor Ort. Und ich freue mich, dass das unser Koalitionspartner nun auch erkannt hat und mitmacht. 90% der Fläche in Deutschland ist ländlicher Raum. 47 Millionen Menschen wohnen hier. 80% der Fläche werden gebraucht, um Lebensmittel und Rohstoffversorgung zu erzeugen. 68% des Primärenergieverbrauchs, meine Damen und Herren, werden alleine aus der Bioenergie erzeugt. Das heißt, ohne ländliche Räume auch keine Energiewende. Und 11 Millionen Hektar Wald liefern Holz für Bau, für Werkstoffe, für Energieversorgung. Dahinter, meine Damen und Herren, stehen 1,1 Millionen Arbeitsplätze. Eine andere Zahl: auf 270.000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche werden Industriepflanzen für Baustoffe, für Schmierstoffe, Kunststoffe, Färbemittel, Arzneien und so weiter angebaut. All das müssen wir wieder stärker in den Vordergrund stellen. Natürlich, meine Damen und Herren, Landwirtschaft ist nicht gleich ländliche Räume. Aber ohne eine erfolgreiche Land- und Ernährungsbranche sind ländliche Räume nicht vorstellbar. Dafür ackern wir. In wenigen Stunden wird die Grüne Woche eröffnet. Menschenvertreter aus der ganzen Welt kommen mit einer hohen Erwartungshaltung zu uns. Das heißt, Deutschland muss die Chance nutzen, eine gute Visitenkarte abzugeben. Ja, glauben Sie denn im Ernst, wenn hier Demonstrationen nach dem Motto stattfinden, wir haben es satt, dass das eine tolle Visitenkarte ist? Unsere Botschaft lautet, wir machen euch satt. Erstens, unsere Menschen im Land. Und zweitens, wir helfen und unterstützen beim Aufbau anderer Länder, nämlich dort vor Ort produktiv und ressourcenschonend Landwirtschaft zu betreiben, damit diese Länder eigenständig ihre Potenziale besser nutzen können. Und deshalb haben wir Gott sei Dank auch das BMZ vertreten. Dankeschön. Außerdem hat die UN-Staatengemeinschaft im September sich verpflichtet, innerhalb der nächsten 15 Jahre Hunger vollständig zu beseitigen und für jeden Menschen eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu ermöglichen. Müller nennt es den Marshallplan für Afrika. Das ist nur ein Teilaspekt. Aber das ist und sind unsere gemeinsamen Herausforderungen und Verantwortung. Und wenn Sie Frau immer Kollegin nur dann Mochler. In Höchstform auflaufen, wenn es um Bauernbashing geht, dann ist es einfach zu wenig. Ich wünsche mir im Rahmen der Grünen Woche, nämlich dass es eine wirkliche Wende gibt, dass wir alle erkennen, dass Landwirtschaft der Schlüsselfaktor zur Ernährungssicherung in unserem Land, aber auch weltweit ist,
und dass wir endlich begreifen, dass wir jeden Bauern in unserem Land, aber auch weltweit schätzen und Anerkennung für seine Arbeit dafür. Frau Kollegin Mortler, kommen Sie bitte zum Schluss, sonst muss ich das Ihren Kollegen abziehen. Dass er dafür sorgt, dass Bauern und Bäuerinnen dafür sorgen, dass wir jeden Tag satt werden. Ich danke Ihnen. Jetzt hat für die Fraktion Die Linke Dr. Kirsten Tackmann das Wort.